Aber erst mal ein bisschen Kontenance. Denn dieses übelwacke Dreckschwein ist laut seinem Profil Fan von dem Überrapper Tech9. Dafür Props, doch auf ein Autogramm solltest du nicht hier gar nicht mal hoffen. Denn Tech gibt auf dich weniger Fix als der Dude mit dem Namen Chris Kotzen. Hättet ihr euch zufällig mal wo getroffen, hätte er dir zuerst die Nase gebrochen. Dann in deinen Mund seinen qualgroßen Rochen gesteckt wie bei puerto-ricanischen Fotzen. Und am Ende wie ein fluchender Gastarbeiter aus Polen mit seinem Messer den Hurensohn Spargel gestochen. Seinem letzten gottverdammten spastischen Rap-Battle wollte er Double-Time rappen wie Tech9, rappen wie die Karre von Sven Vettel. Dachte er ist ein richtiger Boss, klingt aber doch wie ein fickender Frosch, der im Kit-Kat-Club hockt, mit einem Dick in seinem Loch und ein bisschen zu oft am Crystal-Mess roch. Hör auf, Trittbrett zu fahren oder ich schlag dir das Trittbrett an den Kopf. Hebe deine Kunstfigur, Hörsturz auf ein neues Level und schneide dir das linke Ohr ab wie Vincent van Gogh.